Ja, da sind wir wieder. Heiliges Licht, Part Nummer 2. Wir sind beim Priester angekommen und da habe ich auch wieder zwei Kombos vorbereitet. Im Hintergrund hört ihr Kuscheldrache am Stöhnen. Hallo. Wir sind das Heilige Licht Teil 2, als ob es eben hier nicht schon hell genug war. Ja, es wird noch mal ein wenig heller. Und Warum kriege ich jetzt zwar. mal in die Dunkelheit? Ah, die Dunkelheit. Und zwar spielen wir jetzt zwei Varianten vom Priest, die ich zusammen gepusht habe. Nämlich einmal den Buff Priest. Ich versuche mal hier irgendwas Gescheiteres zu bekommen, was ich vielleicht. Naja. Also der Buff Priest einmal und einmal den. Ja, wie kann man den nennen? Übernehmen Priest. Ich spiele mit deinem Deck Priest. Gib mir deine Karten Priest. Da fehlen zwar zwei Karten drin. Das werde ich auch gleich noch erwähnen, wenn wir dazu kommen. Und zwar gibt es jetzt zwei neue Karten mit der Forscherliga. Und zwar gibt es. Wie heißt er? Brand Bronzebeard? Nein. Golden Monkey? Nein, du hast eine Karte und die kostet 6 Mana. Und damit nimmst du sozusagen den Mob vom Feld und tust den in dein Deck. Ja, Ja, genau. genau. Deswegen, also es gibt da eine Karte bei 6 Mana. Also das könnt ihr nachgucken. Priest 6 Mana. Wenn ihr Forscherliga durch habt, habt ihr die definitiv. Und die. Meinst aber nicht das Einhorn, was 7 kostet, ne? Nein, 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 nein. Die kostet 6 Mana und damit kannst du eine Karte vom Gegner in dein Deck mischen. okay. Ja, das ist relativ hart. Also auch für hinterher, also für später. Hast du irgendwelche Karten mit 2 oder 3 oder so? Dann würden sie da liegen. Ah. Ja gut, dann Hier kann ich dir machen wir anbieten. nix. Nee, 4 ist im Moment noch zu viel. Ach nee. Ja, ich Ja, mache das das jetzt macht einfach jetzt mal. mal, um Karten loszuwerden. Also, ich habe, glaube ich, in irgendeinem Video jetzt gerade davor erwähnt, dass ich den Summoning Stone eigentlich relativ gut finde für den Priest. Jetzt Aufgrund nicht. von ein paar banalen Kombos, die man machen kann. Kannst du mir den stehen lassen, den anderen, das ist völlig egal. Die Clerics habe ich einfach nur für den Card Draw drin, prinzipiell. Aber im Moment haben wir genug Karten, dass wir das nicht brauchen. Insofern Cantania, die jetzt, oder Kuscheldrache, sorry. Aber ist ja auch egal. Die jetzt, die jetzt killen. Oh, sie ist sogar so nett und bufft ihn. Ah, du willst. Das ist nett. Ja, wunderbar. Vielen Dank. So, kommen wir zur ersten Übernehmen-Kombo, die relativ gut ist. Und normalerweise würde ich mir da jetzt den etwas höheren von beiden aussuchen. Und zwar, es gibt einen Zauber, der heißt also Shadow Madness. Und damit kriegt ihr eine Kreatur, steht da ja von 3 oder weniger. Bieten sich hier beide an und prinzipiell, was man normal damit machen könnte, ist, man übernimmt den und tradet dann. Das könnten wir in diesem Falle tun. Manchmal ist das aber nicht drinne oder manchmal kriegt man einen Mob, mit dem kann man zwar traden, aber der lebt noch und würde dann automatisch zum Gegner wandern. Und aus dem Fall haben wir hier den Rekombulator dabei. Wir hätten natürlich jetzt erst angreifen sollen damit, aber es geht ja nur um den Sinn der ganzen Sache. Und haben mit dem Rekombulator den Garrison Commander verwandelt. Und da das jetzt eine neue Karte ist, wird diese Karte einfach nicht wieder zurück zum Gegner wandern, sondern bleibt einfach bei uns auf dem Deck. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man dem Gegner eine Karte wegnehmen kann und daraus sogar noch vielleicht sogar was Besseres machen kann. Das Ganze ist natürlich bei 6 Mana spielbar, bei 8 Mana könnte man das sogar mit 4er oder 5er Mobs machen. Ganz einfach aus dem Grund. Es gibt den, oh Gottchen, ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Karten. Das nervt mich. Ich merke mir, wie schon gesagt, ich merke mir halt diese Effekte. Es gibt eine Zweierkarte, vor allem beim Priester. Die habe ich auch im Deck. Vielleicht kommt die gleich, dann erfahren wir auch den Namen. Die setzt den Angriff des Gegners um 2 runter. Das heißt, wenn er einen 5er-Mob legt, könnt ihr sozusagen den Angriff um 2 runter machen. Dann Shadow World oder Shadow Madness spielen, den übernehmen und dann den Rekumulator. Geht aber halt, wie schon gesagt, nur ab 8 Mana. Ja,
Das dazu. Im Moment, ich mache hier lieber nichts. Wie viel habe ich? 2, 4, 6, 8 Karten. 2 kann ich noch ziehen, ohne dass ich Card Overdraw habe. Muss ich ein bisschen drauf achten hier. Sollen die da alle liegen bleiben? Ja, okay, was du magst. Alles gut. Für die Kombos brauche ich eigentlich nicht meine Karten. Es ist eigentlich völlig egal, beim Priester-Deck jedenfalls, was da liegt. Ja, so kann man das alles verschwenden. Da kommen wir zu gleich beim anderen Schurken, wie man seine Waffe nicht verschwendet. So. Man wollte es mal, also man nimmt hier Sachen schon gebückt hin. Man muss mal gewisse Sachen machen hier. Na gut. Das ist okay. So, könntest du mir die beiden bitte stehen lassen? Ja, das ist kein Ding. Beziehungsweise greif mal mit dem Raptor den an, der nicht stirbt. Das tun sie beide nicht, aber ist okay. Ja, aber sonst würde der Raptor sterben. Das ist, obwohl, das ist egal. Das kann ich trotzdem zeigen. So, leider, leider, leider ist das zu wenig Lebensenergie, die die verloren haben. Der würde leider dadurch sterben auch. Hab ich genug? 2, 3, 4, 2 hätte ich über. Ja, das geht. Ich kann ja den auch nächste Runde wieder wegmachen und dann legst ihn wieder hin, ist ja auch in Ordnung. Nee, das geht, das ist gut. So. So. Ich habe das jetzt extra so gemacht, weil ich nämlich einen extra Cast sozusagen dadurch machen kann. Und zwar, Light of the Nanru bietet sich natürlich an, den zu heilen. Das würde bei ihm jetzt groß keinen Effekt machen, weil er genau auf die Lebensenergie hochgeheilt wird. Aber bei dem Djinn funktioniert es. Insofern, ne? Super Sache. Nächste Sache, die man machen könnte, zum Beispiel, man zaubert hier Leben verdoppeln auf den und dann würde der Djinn auch automatisch irgendwie Bonus bekommen. Dann, ich würde abraten, auf den jetzt noch irgendwie in der Feier zu sprechen, lohnt sich ja nicht. Kann man aber durchaus mal mit einem anderen machen und dann hätte der Djinn dann auch schon 10 Leben. Und zu guter Letzt spielen wir jetzt einfach mal nochmal den Heilung, damit unser anderer auch nochmal gebufft wird. Und so kriegt man eigentlich relativ schnell ziemlich hohe, ziemlich krasse Mobs. Und es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, das mit dem Djinn zusammen zu machen. Weil das Problem ist, ein gebuffter Mob ist sehr schnell also umzubringen. Wie soll ich denn das ausdrücken sonst? Zu killen. Na? Und wenn man zwei sozusagen gebufft hat, muss sich der Gegner ja fast schon entscheiden, welchen von beiden er sozusagen umbringt. Und das funktioniert natürlich mit allen Buffs, die wir haben, ne? Wir haben hier zum Beispiel jetzt gerade einen Card Draw Buff gekriegt. Dadurch kriegen wir eine Karte, der wird übertragen auf den Djinn. Und der Card Draw wird nochmal ausgelöst, sprich, wir haben durch den Djinn jetzt zwei Card Draws. Also, wer gerne einen Buff Priest machen will, ist der Djinn fast wirklich nicht mehr wegzudenken und ja, so viel erstmal zum Buff-Deck. Ich glaube, da haben wir auch alle möglichen Kombos jetzt rausgehauen. Auch eine kleine Kombo ist halt, ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich auch bekannt, aber der Auchener Priest zusammen mit dem Kreis der Heilung, den ich eben gesprochen habe, macht halt, anstatt an allen Kreaturen 4 zu heilen, macht er halt 4 Schaden an allen. Und ja, das ist halt jo, gar nicht so schlecht manchmal. Hast du noch kleine Karten? Nee. Ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste ich jetzt noch. Ja, weiß ich nicht. Wir können ein paar Runden durchgehen lassen. Ich leg einfach mal alle Minions, die mir da so entgegen. Ach, super, super. Ja, hier kommen wir zur nächsten Kombo, womit man halt etwas höhere Karten übernehmen kann. Ich habe schon gesagt, in Runde 8 könnte man 5er übernehmen. Das Ganze kann man auch nochmal mit dem Kabal Shadow Priest. Das ist natürlich nicht so gut, weil das sehr viel kostet. Aber funktioniert halt auch bei Kreaturen bis zu 4. Und so kann man die dann auch auf seine Seite sozusagen ziehen. Und hat dann so eine Vierer-Kreatur statt einer nur Zweier-Kreatur mit dem Kabal Shadow Priest sich geholt. Und teilweise ist es halt auch relativ wichtig, diese Kombos durchzubringen, weil die einem dann auch wirklich den starken Vorteil verschaffen, den man braucht.
Hier ist natürlich, sind bei, also beim Priest sind wirklich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ganz einfach aus dem Grund, ihr seht, alleine ja, mit dem Summoning Stone dabei, beziehungsweise mit den beiden Djinns dabei, ist das natürlich, Imba? Ja, es ist, ich will nicht sagen, es ist Imba, es ist ziemlich stark, ja. Das Problem ist, ein Priester hat natürlich sehr, sehr viele Probleme gegen Aggro-Decks, die sehr schnell sind und weiß nicht, wer mittlerweile spielt, die Meta ist mittlerweile so schnell geworden, ihr werdet in Runde 5 bis 7, also 5, 7, 9 habe ich schon Kills gesehen, wirkliche Kills und ja, das ist dann schon etwas härter. Wie hieß er nochmal, der Anu Bisa Sentinel passt natürlich auch sehr gut in dieses Deck rein. Habe ich jetzt nicht dabei. Aber würde das Ganze auch wunderbar ergänzen. Auch hier können wir uns den Heilung wieder übernehmen. Kriegen sogar noch einen Auchenei Priest. Und ich weiß gar nicht, warum der jetzt gestorben ist, wenn ich ehrlich bin. Weil das kann. Nee, ich würde es echt gerne wissen. Gut, Shadow World Madness ist rausgegangen auf den. Klar, die werden kopiert, aber warum ist der gestorben? Das ist ja witzig. Nee, ich habe echt keinen Plan. Ah, das sind so die Tipps und Tricks, die. Das würde mich echt interessieren, warum der jetzt gerade gestorben ist. Ich habe echt null Idee, weil es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Es muss ja mit dem Seelenpriester zu tun haben. Es geht ja gar nicht anders. Strange. Egal. ich mach mal Endturn. Ich weiß nicht, was die letzten vier Karten sind. Vielleicht habe ich da noch irgendwas drin. Aber ich glaube, ich habe nur noch einen Kabal Shadow Priest drin. Also, dass ich einmal diese beiden, also die Möglichkeiten. Es gibt ja noch so einfache Karten, mit denen man übernehmen kann. Ne? Mind Control, auch wenn er 10 Mana kostet, kann ein Game umdrehen. Dann die Karte, die ich eben erwähnt habe, gehört auch noch zu dem Übernehmen-Deck, dass man die Sachen, die hier auf dem Deck liegen, einfach in sein Deck mischt. Also, wie schon gesagt, wie man sich jetzt endlich entscheidet, spiele ich mit dem Deck des anderen, mit dem Priester oder spiele ich mit dem Buff-Deck mit dem Priester? Beides ist, meiner Meinung nach sind's ziemlich starke Zauber und oder starke Decks bei beiden. Und naja. Also das Problem beim Priest, wie Gram schon sagt, ist halt eben, wenn man muss da erstmal hinkommen. Also die Djinns sind ja relativ einfach zu kriegen, indem man halt Forscherliga macht. Gut, die Auchenei Priests sind ein bisschen schwer zu bekommen. Quatsch hier, wie heißen die? Die Kabal Shadow Priests. Ansonsten den Summoning Stone kriegt man in Forscherliga. Auchenei Soul Priest ist, glaube ich, auch normal, oder? Ja. Ich weiß es nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Dass Gram sowas nicht so genau weiß, das spricht nur für sein Schwein, was Karten in Packs Ja, naja, das stimmt nicht. Also ganz ehrlich, bis ich spiele das Spiel schon relativ lange und ich habe schon viel Gold da reingepumpt und also ich habe schon eine ganze Menge Decks oder ja, Quests machen müssen dafür, dass ich die ganzen Dinger habe. Aber natürlich habe ich mir ja auch welche dann gecraftet. Ich sag's mal so, wenn du ein gutes Deck hast und du möchtest das verbessern und du weißt, die Karte würde das verbessern, dann kann man die sich auch mal durchaus craften. Ansonsten, ich habe mir viele auch meiner Legendaries gecraftet. Insofern 1400 Staub dann 600 Staub zusammenzukriegen, das dauert schon seine Weile und ja. Ja, jeder, der das ausprobiert hat, weiß, dass das nicht so schnell geht und dass das auch nicht viel mit Dropglück zu tun hat. Weil, ja, wenn man viel spielt, kriegt man viel Karten und ja. Gut, wir sind am Ende. Ich habe auch wirklich keine weitere Combo hier vorbereitet, außer hier. Warte mal. Wie schon gesagt, diese Combo wollte ich noch einmal zeigen. Anstatt dass der Heilung dann rausgeht, geht halt der Damage raus. Und
Ja, im Prinzip ist es ein 4er AE, genau wie der Flamestrike für 4 Mana, nur leider abhängig von 2 Karten. Und das ist wiederum das genau, was einem dann zum Schluss immer das Genick bricht. Ja, und ich finde, das sind wirklich zwei Möglichkeiten, die beim Priest sehr, sehr hoch zu pushen sind. Also mit weiteren Karten. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was beim Priest, ja gut, Dragon Deck beim Priest geht auch noch, aber bin ich nicht so der Fan von und da müsste ich mich erstmal, weiß ich nicht, das ist dann ein komplettes Deck, was man vorstellen könnte oder müsste. Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, das machen wir, wenn dann zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. Gut, das zum Priest. Die Heiligkeit hat sein Ende. Nächste Folge wird der Worry dran sein. Bull, Hämmer. Geil. Danke, Anke. Ja, Hämmer. Es ist eher so, es ist ein, Muss ich da jetzt gar nicht rausreden, egal mit was du wirst. Hämmer, Schwerter, Türen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles für Kombos reingebaut habe. Ich bin mir sicher, Ja. dass hier Brand Bronze Beard Combo habe ich teilweise drinne. Dann halt, wie man schnell viele Mobs aufs Deck kriegt als Krieger. Ich glaube, die Worgen Combo habe ich noch mal drin, aber die habe ich auch gleich bei meinen Let's Plays gezeigt. Ansonsten, wir werden sehen. Wir werden sehen. Schaltet einfach nächste Folge ein, dann seht ihr es nämlich auch. Und ja, von mir war es das dann. Soweit. Ja, danke. Bis zur nächsten Terrorshow auf dem Kuscheldrachen. Man sieht sich. Adios.